Ein Fußgänger geht mittags von Kelmis aus in Richtung Lüttich und legt ständig 5 Kilometer pro Stunde zurück. Um 16 Uhr fährt ein Fahrradfahrer ihm mit der konstanten Geschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde nach. Wann und wo holt er den Fußgänger ein? Wir nehmen die Erde als Bezugskörper. Die Geschwindigkeit V1 vom Fußgänger beträgt 5 Kilometer pro Stunde. Die Zeit T2, die der Fahrradfahrer braucht bis zum Treffpunkt, ist dasselbe wie die Zeit T1, die der Fußgänger braucht bis zum Treffpunkt minus 4, weil der Fahrradfahrer ja 4 Stunden später startet als der Fußgänger. Die konstante Geschwindigkeit V2 vom Fahrradfahrer beträgt 15 Kilometer pro Stunde. Wir dürfen sagen, dass wir D1 und T1 suchen. D1, das ist die Distanz zwischen dem Startpunkt und dem Treffpunkt für den Fußgänger. Wir drücken diese Distanz in Kilometer aus. Und T1, das ist die Zeit, die der Fußgänger braucht, vom Start bis zum Treffpunkt. Diese Zeit drücken wir in Stunden aus. Um D1 und T1 zu finden, nutzen wir die Formel Geschwindigkeit gleich zurückgelegte Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Aus dieser Formel sehen wir, dass die Distanz V mal T ist. Und diese Formel wenden wir jetzt für den Fußgänger sowie für den Fahrradfahrer an. Zuerst der Fußgänger. D1 gleich V1 mal T1. Wir können V1 durch 5 ersetzen. So erhalten wir D1 ist gleich 5 mal T1. Jetzt für den Fahrradfahrer. Eigentlich sollte hier stehen D2 gleich V2 mal T2. Aber D2 ist natürlich gleich zu D1. Diese Distanz ist ja die Distanz zwischen dem Start und dem Treffpunkt der beiden und diese Distanz ist für beide dieselbe. In dieser Gleichung können wir V2 ersetzen durch 15 und T2 ersetzen durch T1 minus 4. Also D1 ist 5 mal T1 und gleichzeitig ist D1 15 mal T1 minus 4. Also ist dieses Produkt gleich zu diesem Produkt. So, wir können diese Gleichung durch 5 teilen und die 3, die dann hier bleibt, wird auf diese Klammer verteilt. So erhalten wir 3t1 minus 12 gleich t1. Und das führt dann sofort zu t1 gleich 6 Stunden. Jetzt suchen wir noch d1. Wir wissen, dass d1 v1 mal t1 ist. v1 ersetzen wir durch 5 und t1 ersetzen wir durch 6. Und somit finden wir als Distanz d1 30 Kilometer. Was also bedeutet, der Moment vom Treffpunkt, das ist 6 Stunden nach dem Start des Fußgängers, also 6 Stunden nach mittags, und die 30 Kilometer, das ist die Entfernung zwischen Startpunkt und Treffpunkt. Demzufolge, der Treffpunkt ist 30 Kilometer von Kelmis entfernt und das um 18 Uhr.